Wie leben eigentlich die Lehrer in Hogwarts und wo schlafen sie? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir die geheimnisvolle Lebensweise der Hogwarts-Lehrer erkunden. Hogwarts ist nicht nur eine Schule, sondern auch ein Zuhause für seine Lehrer und seine Schüler. Die Leute in Hogwarts haben zwar Zauberkräfte und können unvorstellbare Dinge vollbringen, aber dennoch sind es auch menschliche Wesen, die Schlaf und Privatsphäre benötigen. Im heutigen Video werden wir gemeinsam herausfinden, wo die Lehrer in dem großen Schloss schlafen und wie sie in der magischen Welt leben. Tauchen wir direkt ein. Beginnen wir zuallererst mit den Lehrerwohnungen. Hogwarts ist ein riesiges Schloss mit vielen versteckten Räumen und Geheimnissen. Die Lehrer haben ihre eigenen privaten Wohnungen innerhalb des Schlosses, die normalerweise nur für sie zugänglich sind. Diese Wohnungen sind gemütlich und komfortabel und bieten den Lehrern einen Rückzugsort von ihren Lehrpflichten. Jeder Lehrer hat sein eigenes, einzigartiges Zuhause, das ihren Charakter und ihre Persönlichkeit widerspiegelt. Die Unterkünfte der Lehrer befinden sich normalerweise im Schlossgelände von Hogwarts. Es gibt verschiedene Gebäude und Bereiche im Schloss und jede Unterkunft ist einzigartig platziert, um den Lehrer Privatsphäre und eine ruhige Umgebung zu bieten. Jeder Lehrer hat die Freiheit, sein Zuhause nach seinem persönlichen Geschmack einzurichten. Manche bevorzugen einen traditionellen Stil mit antiken Möbeln, während andere einen modernen Ansatz wählen. Die Unterkünfte spiegeln oft die Persönlichkeit und Interessen des Lehrers wider. Die Größe und Ausstattung der Unterkünfte können variieren. Einige Lehrer haben geräumige Wohnungen mit mehreren Zimmern, während andere ein gemütliches Einzimmer-Apartment haben. Normalerweise gibt es ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche und ein Badezimmer. Das ist ja auch das Mindeste, was Hogwarts ihnen bei diesen Schülern bieten kann. Einige Lehrer haben möglicherweise Haustiere unter sich, die in ihren Unterkünften mit ihnen zusammenleben. Zum Beispiel hatte Hagrid, der Wildhüter von Hogwarts, oft magische Geschöpfe wie Hippogreife oder auch Drachen in seiner Obhut. Oder natürlich auch seinen Hund Fang. Wie in der magischen Welt üblich, können die Unterkünfte der Lehrer mit magischen Elementen und Zaubersprüchen ausgestattet sein, die zu ihrem Komfort und ihrer Sicherheit beitragen. So können beispielsweise Zauber verwendet werden, um Räume zu vergrößern oder Gegenstände zu bewegen. Die Unterkünfte der Lehrer sind normalerweise so angelegt, dass sie eine gewisse Nähe zur Schule bieten, damit die Lehrer leicht an dem Unterricht teilnehmen können und die Schüler bei Bedarf betreuen können. Kommen wir nun zu dem Amtszimmer und dem Arbeitszimmer. Jeder Lehrer hat sein eigenes Amtszimmer, das für gewöhnlich im Schloss oder der Nähe seiner Unterkunft liegt. Dieses Zimmer ist ein privater Bereich, in dem sie Unterrichtsplanung betreiben, Aufgaben korrigieren und sich vor oder nach dem Unterricht zurückziehen können. Dies ist ein spezieller Bereich, der nur für den jeweiligen Lehrer zugänglich ist. Kommen wir nun zur Respektierung der Privatsphäre der Lehrer oder auch Professoren. Die Schüler und andere Angestellte von Hogwarts sind dazu angehalten, die Privatsphäre der Lehrer zu respektieren. Das Eindringen in die Unterkünfte oder Arbeitszimmer der Lehrer ohne Erlaubnis ist strengstens verboten und könnte zu schweren Konsequenzen führen. In Hogwarts gibt es sicherlich verschiedene magische Vorrichtungen und Zaubersprüche, die dazu beitragen, die Privatsphäre der Lehrer zu schützen. Diese Schutzmaßnahmen sollen sicherstellen, dass sensible Informationen oder wertvolle Gegenstände vor unbefugtem Zugriff geschützt sind. Kommen wir nun zum Lehrerzimmer in Hogwarts. Das Lehrerzimmer ist ein besonderer Ort für die Lehrer von Hogwarts. Es ist ein Gemeinschaftsraum, der den Lehrern als Treffpunkt und Entspannungsort dienen kann. Hier können sie sich austauschen, gemeinsam Tee trinken und diskutieren. Das Lehrerzimmer ist ein Ort der Zusammenarbeit und des gegenseitigen Respekts, in dem die Lehrer ihre Ideen und Pläne für den Unterricht besprechen können. Kommen wir nun zu den gemeinschaftlichen Aktivitäten und Freizeitaktivitäten in Hogwarts. Die Hogwarts-Lehrer nehmen auch an verschiedenen schulischen und sozialen Aktivitäten teil. Sie sind nicht nur Lehrer, sondern auch aktive Mitglieder der Hogwarts-Gemeinschaft. Sie begleiten die Schüler bei Veranstaltungen wie zum Beispiel dem Weihnachtsball, unterstützen bei Quidditch-Spielen und nehmen an Feiern und Festen teil. Die Lehrer sind eng mit dem Schulleben verbunden und haben eine wichtige Rolle als Vorbilder und Mentoren für die Schüler. In ihrer Freizeit haben die Lehrer die Möglichkeit, die wunderschönen Ländereien rund um Hogwarts zu erkunden. Die schneebedeckten Berge, der verbotene Wald und der glitzernde See bieten den Lehrern Ruhe und Entspannung. Sie können in der Bibliothek schmökern oder dem Gewächshaus ihre magischen Pflanzen züchten. Die Freizeitaktivitäten der Lehrer sind vielfältig und reich an magischen Erlebnissen.
Kommen wir nun zum generellen Leben im Schloss Hogwarts. Die Lehrer leben ein magisches Leben im Schloss. Sie nutzen die vielen Geheimnisse und magischen Orte der Burg, um ihre Fähigkeiten zu erweitern und die Schüler zu unterrichten. Die Lehrer können beispielsweise die verbotenen Korridore nutzen, um eine geheime Forschung durchzuführen oder sich auf ihren Zaubertränkenkünsten in den geheimen Laboren vorzubereiten. Das Schloss ist ein lebendiger Ort, der ihnen viele Möglichkeiten für ihre Lehrtätigkeit gibt, und das ist auch gut so. Jetzt noch einmal ein paar Worte zum Schulleiterbüro. Der Schulleiter hat ein besonders großes und gut geschütztes Büro in Hogwarts, das auch als Schulleiterbüro bekannt ist. Es befindet sich normalerweise in einem Turm oder einem abgelegenen Teil des Schlosses und ist nur für den Schulleiter und ausgewählte Vertrauensschüler zugänglich. Ein Beispiel ist Dumbledores Büro, welches schon irgendwie einen gewissen Style hat. Jetzt noch einmal ein paar Worte zu den Lehrern im Unterricht. Im Unterricht ist es üblich, dass Lehrer eine gewisse Autorität und Distanz wahren, um ein professionelles Umfeld zu schaffen. Den Schülern ist es nicht gestattet, zu persönliche Fragen zu stellen oder in Angelegenheiten einzudringen, die die Privatsphäre des Lehrers betreffen sollten. Ein weiteres Thema ist das Essen in Hogwarts. In Hogwarts essen die Lehrer wie auch die Schüler gemeinsam in der großen Halle. Die große Halle ist ein beeindruckender Speisesaal mit hohen Decken, langen Tischen und einem magischen Sternenhimmel an der Decke. Hier werden alle Mahlzeiten serviert, darunter Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Die Mahlzeiten in der großen Halle sind oft üppig und vielfältig, da sie von den Hauselfen der Schule zubereitet werden. Die Hauselfen arbeiten in der Hogwarts-Küche und zaubern eine große Auswahl an Gerichten herbei, um den unterschiedlichen Geschmäckern von Vorlieben der Schüler und Lehrern gerecht zu werden. Es gibt auch spezielle Anlässe, bei denen besondere Mahlzeiten serviert werden, wie das festliche Weihnachtsessen oder das opulente Festmahl zum Ende des Schuljahres. Die Lehrer sitzen normalerweise an einem eigenen Tisch im vorderen Teil der großen Halle, oft gemeinsam mit dem Schulleiter. Dieser Tisch wird oft als der Lehrertisch bezeichnet. Von dort aus können sie den Schülern bei den Mahlzeiten Gesellschaft leisten und die Schüler beobachten, um ein Auge auf ihre Verhaltensweisen und ihre Leistungen zu haben. Jetzt nochmal ein kurzes Fazit zu dem ganzen Thema, als Lehrer in Hogwarts zu leben. Die Lehrer von Hogwarts haben nicht nur eine berufliche Verbindung zu der Schule, sondern sie sind auch eng mit dem Schloss und der magischen Gemeinschaft verbunden. Ihre Schlafplätze und Lebensweise in Hogwarts sind geprägt von Komfort, Gemeinschaft und Abenteuern. Die Lehrer sind eine wichtige Stütze für die Schüler und tragen alle dazu bei, dass Hogwarts zu einem magischen Ort des Lernens und der Zusammengehörigkeit wird. Es ist wichtig zu beachten, dass Hogwarts eine Schule für Zauberei und Hexerei ist, in der die magische Welt ihre eigenen Regeln und Gebräuche hat. Daher kann die Privatsphäre der Lehrer und anderer Personen Hogwarts durch magische Mittel geschützt werden, die in der nicht-magischen Welt nicht existieren. Und das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich konnte einige deiner Fragen beantworten. Falls du dennoch noch Fragen zu dem Thema oder auch einem ganz anderen Thema haben solltest, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.